Was sind die fünf Unterschiede zwischen einem Produktmanager und einem Projektmanager? Und erster Punkt ist so Fokus und Objective. Ein Produktmanager fokussiert sich auf die Vision des Produkts, die Strategie, das Kundenendergebnis, Customer Outcome und Company Impact, also das finanzielle Gewinn, der dadurch entstehen soll. Product Manager sind verantwortlich für das Verständnis, für was die Kunden wirklich brauchen, Definieren des Product Backlogs und die Roadmap und auch sicherzustellen, dass das Produkt letztendlich den Marktbedarf deckt und eben auch die Kunden dabei zufriedenstellt. Im Gegensatz der Projektmanager, der fokussiert sich an diese spezifischen Vorgaben innerhalb des Scope, Time und Budget abzuarbeiten. Dieses klassische Projektmanagement Triangle, wie man es so schön sagt. Das Hauptziel von diesen Projektmanagern ist sicherzustellen, dass das Projekt gut rechtzeitig geliefert wird, indem sie die Ressourcen koordinieren, die mit den Timelines arbeiten und auch Operational Issues, Probleme, die aufkommen, lösen. Being on time, on scope and budget ist denen am wichtigsten.